Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Savtech Ages. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Herzlich willkommen zurück. In der heutigen Folge wollen wir unseren Steam Generator endlich final in Betrieb nehmen und gucken, wie viel Energie er wirklich erzeugen kann. Wir haben ja in der letzten Folge schon die ganze Verkabelung von den Rohren und sowas gemacht und heute soll es eben komplett finalisiert werden. Ich habe gerade schon ein bisschen getestet, wie man das Ganze hier cool bauen könnte, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das heißt, geplant ist praktisch, dass wir hier, wo das frei ist, eine Treppe haben, bei der wir praktisch runtergehen können auf diese Ebene hier. Und ich habe gedacht, wir könnten das Ganze alles so gestalten. Also hier so ein bisschen das Schwarze mit nach unten getragen, diesen Concrete, dass das hier mit in die Mauer geht. Das Mauerwerk eher aus Cobblestone und der Boden dann eben wieder komplett aus Concrete. Und das eigentlich über diese komplette Fläche hier. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich das hier drüben integrieren soll, wo es praktisch ja raus an den Fluss oder sowas geht. Weil da würde ich gerne nicht so einen harten Cut machen. Oder vielleicht machen wir es doch, damit es wirklich so ja, gebaut und industriell aussieht, aber da müssen wir mal gucken. Genau, ansonsten geht es hier noch ein bisschen rüber, das heißt, hier hat man wie eine Terrasse oder sowas, könnte man schon fast sagen, aber hier soll eigentlich nur das Rohr entlang laufen, das praktisch in die Fabrik geht, das läuft hier unten drunter dann später her. Dafür haben wir das hier schon gemacht, das heißt, das Rohr kommt ja dann praktisch hier und geht dann hier rein in die Fabrik und zu dem Steam Generator. Ich habe auch schon einige Rohre wieder am Start, die können wir jetzt direkt anfangen zu verlegen. Hier, die sind ja jetzt schon alle final, das heißt, Wasser würde theoretisch schon kommen. Und dementsprechend kümmern wir uns jetzt darum, dass wir dann praktisch auch unseren Steam bekommen würden. So, jetzt die Frage, wie machen wir das Ganze? Am besten so, ne? So geht das dann hier praktisch eng zusammen und hier hinten geht es dann wiederum zusammen und ab da dann praktisch in die Fabrik. Sieht das ein bisschen komisch aus, wenn wir das hier so außen rum bauen? Irgendwie ja schon, aber ich meine, wir könnten es theoretisch so machen, dass es hier in den Boden geht, ne? Also, dass die hier irgendwie zusammenkommen, dann geht es in den Boden und dann geht es im Boden nochmal zusammen. Müssen wir mal gucken, weil so sieht es irgendwie ja schon ein bisschen komisch aus, was das Ding hier angeht. Müssen wir mal schauen, vielleicht ändern wir das nochmal. Genau, und hier unten drunter soll dann praktisch später das Rohr entlang laufen, in die Mitte der Fabrik. Deswegen geht das auch bis genau hier hin. Und das soll dann praktisch unterm Boden später hier rauskommen. Also es läuft mittig, geht dann zur Seite. Und dann läuft es da eben final in unseren Generator. Also gehen wir das auch mal ganz kurz an. Wir buddeln jetzt also mal ganz kurz hier ein bisschen auf, so. Und dann wissen wir ja schon, wo wir ungefähr hin müssen. Also wir müssen zumindest bis hier hin, genau. Und da, warum ist denn hier? Au, hier ist die Kellerwand. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier vielleicht cool verstecken könnten. Oder wir verstecken es gar nicht, sondern wir integrieren es einfach. Wäre bestimmt auch ziemlich cool, oder? Dann sieht es halt einfach aus wie so ein Kühlungsrohr oder ein Lüftungsrohr, das entlang läuft. Ist ja in so einer Fabrik jetzt nicht unbedingt untypisch, würde ich mal sagen. Untypisch ist nur, wie weit wir hier. Ah, da sind wir. Wie weit wir hier buddeln müssen. So, ich hoffe mal, die Rohre reichen die überhaupt. Aber das sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Das heißt, wir gehen dann hier rüber und jetzt kommen wir hier hoch. Tada! Oh, und der macht sogar schon Wasser. Oh, cool, 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 cool. Also, das ist praktisch jetzt. Den Steam, den wir noch mit drin hatten. Oh Mann, ich muss das unbedingt angucken, ne? Genau, in diesem Tower hatten wir ja praktisch noch ein bisschen Steam. Da ist sogar jetzt noch einiges an Steam. Crazy, Maisy. Ich frage mich, woher das kommt. Und ich frage mich, warum der gerade weiß war. Genau, normal sieht er nämlich so aus. Okay, aber es ist auch wirklich nur hier Steam drin, ne? Sonst nirgendwo eigentlich. Geilomatico. Oh, und ich hoffe mal, dass überhaupt die Fluid Pipes funktionieren. Das wäre natürlich noch um einiges schlimmer, wenn die funktionieren würden. Okay, aber Steam haben wir dann praktisch hier mit dran. Das kann dann hier rumgeleitet werden. Gibt es da irgendwelche Probleme? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, das geht dann hier rein, geht hier unten hin. Wir haben auch hier nirgendwo eine Leitung oder sowas vergessen, glaube ich. Und dann kommt es in den Generator. Ich finde es doof, dass wir in die Tür noch nicht können. Und der würde dann theoretisch anfangen, was zu machen. Okay, jetzt gerade dreht er sich auch nicht mehr. Aber oh, er hat schon Energie erzeugt. Er hat schon 750.000 EF erzeugt. Mit nichts eigentlich, oder? Vielleicht mit Steam, der noch in der Leitung war oder sowas? Keine Ahnung. Ja, holy moly. Okay. Ja, das ist schon ziemlich cool, wenn das jetzt direkt schon funktioniert. Dann wissen wir eben, dass es funktioniert. Okay, aber jetzt sollte es eine andere Sache. Oh, genau. Steel Sheet Metal. Das können wir überall hier zum Beispiel mit dran machen oder in unserer Fabrik. Kann man super cool benutzen, um die Rohre ein bisschen zu verstecken. Das heißt, wir können nein, nicht hierhin, sondern Pipe, sondern hierhin. Genau, dann kommt das Rohr nicht einfach so aus dem Boden, sondern ein bisschen cooler, ne? Vielleicht machen wir an die Seite. Ne, lassen wir erstmal so. Das machen wir hier überall auch hin, an die Solar Tower praktisch. Müssen wir halt nur noch ein paar bauen.
Genau, dann soll es jetzt darum gehen, diese ganzen Sachen hier zu verkabeln. Das heißt, wir müssen die Pumpen mit Strom versorgen und das war's eigentlich. Und dann brauchen wir natürlich noch irgendwo Energie, die wir von dem Generator abzapfen. Die wollen wir natürlich verwenden. Also würde ich sagen, für Pumpen oder so nehmen wir am besten MV. Frage ist halt auch nur, wie wir das hier cool verkabeln können, ne? Weil wird irgendwie schwer, das hier cool zu verkabeln, glaube ich. Ja, mal gucken. Vielleicht hier oben drauf die Relays oder so. Ich habe mir eh überlegt, wir könnten zwischen den Solar Towern irgendwie so Kabel oder so spannen. Ich glaube, das würde ziemlich cool aussehen irgendwie. Okay, das Ganze cool zu machen ist tatsächlich schwerer, als es aussieht. Denn wenn man hier oben was drauf baut, dann funktionieren die Spiegel nicht mehr. Also die werden dann praktisch deaktiviert und zählen nicht mehr für den Solar Tower, was relativ doof ist. Das heißt, man müsste die Kabel zum Beispiel hier unten entlang legen. Man könnte natürlich hier irgendwo mit Energie aus der Fabrik rauskommen. Und dann könnte man von hier, keine Ahnung, hier unten oder sowas dran gehen. Dann hätte man zumindest schon mal, unten dran, so. Und dann von hier praktisch mit einem Connector an die Pumpe. An die Pumpe, nicht an den Tower. Und dann hätte man zumindest das Ding hier schon mal angeschlossen. Aber dann ist ja halt die Frage, wie wir da rüberkommen, ne? Aber so hätten wir die, wie gesagt, zumindest schon mal, zack, erledigt. Und es würde theoretisch funktionieren. Es sieht ja halt nur ein bisschen doof aus, wenn die Kabel hier so, ja, aus dem Nichts irgendwo rumhängen, ne? Könnten wir vielleicht von hier unten Energie bekommen? Das was komplett unterirdisch machen und dann hier verteilen? Bei dieser Pumpe hier drüben funktioniert das natürlich nicht so gut, aber ich glaube, wir könnten es da zum Beispiel auch hier machen, dass wir die Energie praktisch von hier aus dem Boden ziehen. Und dann gehen wir von hier irgendwie nach hier. Ich hoffe mal, das funktioniert. Und dann von hier nach hier. Das würde funktionieren. Okay. Und dann könnten wir praktisch von diesem Ding hier dann nach hier unten irgendwo gehen. Das heißt, wir hätten dann hier noch irgendwo einen Post oder so zwischendrin. Ich sag mal hier zum Beispiel. Also Relay oben drauf, das Ding hier dran. Und dann würden wir von hier, wenn das schon reicht, direkt an die Pumpen dran gehen. Aber ich glaube mal, da werden dann wahrscheinlich die Connector untereinander sich blockieren, oder? Nee, das würde funktionieren. Hui, ui, ui. Dann werden die Kabel damit sogar schon verlegt. Sieht natürlich echt nicht schön aus, ne? Also könnte man definitiv ein bisschen cooler machen. Aber ich glaube, das ist wirklich die unauffälligste Variante, die wir hier so bauen können. Wenn wir das so machen wollen wie hier. Okay, Redstone könnten wir von unten hier machen. Das heißt, das kommt hier. Dann hätten wir praktisch von hier unten irgendwo einen Connector, wo Energie kommt. Das Ganze ist dann mit dem hier verbunden, wo Energie herkommt. Und das kommt dann irgendwo aus der Fabrik. Okay, dann gehen wir aber nochmal in den Untergrund und machen hier ein neues System, ein zweites. Wichtig bei dem System ist jetzt natürlich, dass wir das auf einer anderen Höhe machen. Das heißt, wir haben hier unsere ganzen Pipes. Und das Verbindungsstück müsste, glaube ich, hier dann sein, oder? Genau, hier wäre genau die Mitte davon und wir wollen das eben auf einer komplett eigenen Ebene haben. Das heißt, das hier wollen wir auch nicht unbedingt, aber wir haben das eben auf einer eigenen Ebene und abgetrennt von den anderen Dingern. Also hätten wir das schon mal so relativ gut geregelt, dann hätten wir praktisch ein Relay hier, ein Relay hier drüben und dann können wir von hier aus schon mal wieder durch den Asphalt. Dafür bräuchten wir dann Connector, damit wir praktisch durch den Asphalt gehen können. Aber dann hätten wir dich schon mal mit dem hier verbunden und hier gleich dasselbe. Also hier auch wieder Connector durch den Asphalt und dann hier oben hin. Und dann brauchen wir natürlich die Energie irgendwie hier unten. Das könnten wir theoretisch von hier drüben irgendwo machen. Hier gehen wir eh schon in den Boden, dann könnten wir hier ein Kabel und dann hier rüber welche legen. Ja, das machen wir. Das gefällt mir, glaube ich, sehr gut. Okay, ich glaube, unser komisches Frankenstein-Gebilde hier sollte mittlerweile fertig sein. Wir droppen einfach mal in den Tunnel hier unten rein, damit ich euch das alles erklären kann. Also, hier ist praktisch der Ausgang mehr oder weniger für die anderen Pumpen, also für die drei unten im Wasser und für den Tower hier drüben. Dann haben wir hier Relays, die komplett bis nach hier drüben gehen. Dieses Relay geht wieder nach oben in die mittlere, also wo die mittleren beiden Pumpen bepowert werden. Dann geht es hier ganz, ganz weit nach drüben, überall die ganzen Kabel, alle auf Max-Range, die hier hängen. Und dann geht es hier einmal ganz kurz um die Ecke, zack, 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 wieder weiter und dann kommen wir hier raus. Das Loch, in dem wir gerade sind, hier praktisch ist der Post und an diesem hängt ja der Transformer, der HV in MV umwandelt, der geht dann praktisch hier in die Erde, der kommt hier oben runter und erfüllt diesen Capacitor. Der ist gerade nicht voll, weil der Generator gerade nicht läuft. Und wenn wir jetzt dieses Ding hier auf Output stellen, jawohl, dann sehen wir, es verschwindet was in Energie. Die Energie fließt praktisch jetzt, so wie ich laufe hier die Kabel entlang, dann geht sie hier nach oben zwischen diesen Connector hier durch und hier in diese beiden Pumpen rein, genauso wie es dann praktisch weitergeht, zack, zack, bis hierhin und dann hier auch wieder in die Pumpen rein.
Okay, also das war dann soweit unsere. Was passiert? Funktioniert noch alles? Ja. Das ist praktisch soweit unsere. Nein, kein Asphalt mehr. Unsere Erklärung für dieses wunderbare Ding hier. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder hier rauskommen. Kommen wir irgendwie raus? Gott. Genau. Und diese Rohre wieder miteinander verbinden und dann sollte, glaube ich, alles funktionieren. Wie ihr sehen könnt, unsere Pumpen haben Energie. Das ist sehr schön. Hier ist alles voll mit Wasser. Wenn hier auch alles voll mit Wasser, dann haben wir alles richtig gemacht. Hier ist gar kein Wasser. Verdammt, warum nicht? Oh, hier sollte eigentlich Wasser ankommen. Ach ja, klar, die pumpen mal noch kein Redstone-Signal. Okay, das ist praktisch das nächste, was wir angehen müssen. Warte, dann machen wir mal ganz kurz. Ups, zack, den hier. Und hier noch haben wir noch mehr Sticks. Dann können wir die direkt nochmal zu anderen Hebeln machen. Denn wie gesagt, Pumpen brauchen ein wunderbares Redstone-Signal. Zack, zack, zack. Und jawohl, jetzt fangen diese Dinge an, Energie zu verbrauchen, hat man gerade ganz kurz gesehen, und Wasser durch unsere Rohre zu jagen. Das heißt, wir sehen hier alles voll mit Wasser. Wir sehen hier, es füllt sich gerade mit Wasser, relativ langsam, aber es füllt sich schneller, als Steam verbraucht wird. Top notch. Und hier genau dasselbe, es füllt sich schneller, als Steam verbraucht wird. Nice. Und damit jetzt noch wirklich was passiert, müssen wir praktisch diese Pumpen hier auch noch mit einem Redstone-Signal versorgen. Und dann sollten wir sehen. Erstens, wir brauchen Energie, das ist sehr schön. Und zweitens, sie fangen an, den Steam in den Solar Towern. Jawohl, der Steam in den Solar Towern geht es nach unten und er füllt sich sogar schon wieder auf. Das heißt, unser Steam Generator ist wahrscheinlich jetzt sogar schon voll mit Energie und wir produzieren jetzt praktisch mehr Steam, als wir brauchen. Hoi. Okay, guck mal hier rein. Das Ding. Sollte sich eigentlich drehen, aber macht's nicht, weil es voll ist. Alter, der Generator ist immer super fast. Wie schnell war der denn jetzt bitte voll? Das war ja komplett insane. Okay, also das hier funktioniert. Wir produzieren Energie. Wir produzieren gerade wirklich, wirklich, wirklich Energie. Und zwar eigentlich aus dem Nichts. Das ist also das Coole daran. Es kostet nichts. Das sind unendliche Ressourcen, die wir praktisch haben. Wir haben nur Wasser, das haben wir zu Genüge. Und theoretisch könnte man es auch wieder verwenden, wenn man das praktisch kondensiert oder wieder kondensieren lässt in der Turbine. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wahrscheinlich schon. Und dann kriegt man das so raus. Wir könnten sogar noch eine Destille vor die Solar Tower bauen. Dann würden wir praktisch aus einem Water Bucket mehr Steam bekommen. Würde sich vielleicht auch noch lohnen, wenn wir das machen. Aber das machen wir dann, wenn wir das ganze Setup hier wirklich optimieren wollen, weil. Wie ihr jetzt seht, unser Steam füllt sich schon. Was ich gerne noch testen würde, also was wir definitiv testen müssen, ist dieses Ding hier in unser Stromnetz anzuschließen. Also brauchen wir HV-Kabelkarte ganz kurz. Dann schließen wir mal diese ganzen Sachen jetzt hier an. Also, wir wollen natürlich irgendwo unsere Wire hier drüben rausführen. Ich habe überlegt, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir die nach hinten rausführen. Und dann irgendwie, ich habe aber absolut noch gar keine Ahnung wie. Oh, guck mal, die sind schon direkt geladen. Geil, ey, ist das genial. Und jetzt müssen wir die praktisch irgendwie in unser Energienetz bekommen. Das hängt ja praktisch gerade an diesem Pfosten hier. Deswegen wird das, glaube ich, gar nicht mal so super leicht. Ich gehe trotzdem mal irgendwie hier hin und setze hier schon mal ein paar Relays, damit wir die praktisch von hier gleich die Energie abzapfen können. So, und dann können wir das hier schon mal mit dem verbinden. Dich schon mal mit. Dem hier, jawohl, okay, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich hoffe, wir haben dann noch genug Kabel übrig. So, und jetzt verbinden wir dich mit dem und dann haben wir das hier zumindest schon mal mit dran. Jetzt müssen wir praktisch nur die Energie von hier nach woanders bekommen und das machen wir, indem wir hier ein Relay setzen und euch alle miteinander verbinden. Oh Gott, vorsichtig. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier Energie drauf ist und wir uns gleich sehr, sehr wehtun werden. Oh Gott. Okay, ja, wir tun uns weh. Oh, und der Generator läuft. Eieieiei. Oh, ist das cool. Ich finde es schade, dass er keine Geräusche macht, aber es ist halt schon sehr, sehr cool, ne? So, jetzt müssen wir nur vorsichtig sein. Und wir bauen hier einen normalen Block. Wir nehmen mal ganz kurz Cobblestone, weil wir das mit Chisel und Bits nicht machen können. Ich habe so Angst, ey. So, dann machen wir jetzt nämlich hier wieder so einen Connector außenrum. Du verbindest dich schon mal mit dem hier. Und jetzt gehen wir auf die Rückseite und machen praktisch so einen Connector, der die Energie durch das Ding leitet. Ich weiß, das ist, glaube ich, ein ziemlich krasses Bottleneck, was wir hier gerade schaffen. Aber ist ja nur jetzt gerade, um zu testen. So, machen wir so. Das hat nicht funktioniert. Ich nehme an, weil der auf der anderen Seite gerade verbunden ist. Das ist zumindest das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Bitte mach mich nicht kaputt. Ja, okay, jetzt hat es funktioniert. Sehr schön. Und jetzt sind auch alle anderen Kabel irgendwie wieder abgegangen.
Mysteriös. Okay, dann machen wir die gleich wieder dran. Aber jetzt können wir dich mit dem hier verbinden. Hohoho. Und jetzt sollten wir unser komplettes Hauptenergienetzwerk an diesem Generator haben. Ja, und er dreht sich. Er macht was. Geilomatico. Okay. Das ist die Energie, die wir gerade verbrauchen. Wir verbrauchen gerade, wie viel? 3000 EF? 3300? Kommt das hin? 2300. 2300 EF pro Tick verbrauchen wir gerade. Dauerhaft. Okay, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Mehr, als ich gedacht hätte. Aber wenn wir hier reingucken, genau, das wollte ich jetzt nämlich wissen. Produzieren wir mehr Steam, als wir verbrauchen? Weil der hier hat sich jetzt gerade geleert. Zack. Als nächstes, der hier leert sich auch relativ langsam, aber an dem wird noch gar nicht geknabbert. Okay, aber das war praktisch der einzige Grund, warum ich wissen wollte, wie viel. Nicht wie viel, sondern das war der Grund dafür, warum ich die Sachen hier so komisch angeschlossen habe. Ich wollte einfach nur gucken, ob wir genug Steam produzieren oder nicht. Weil wenn wir zu wenig produzieren, dann müssen wir, wie gesagt, die Destillerie oder was das ist, nochmal bauen. Und mit der kommen wir dann eben hoffentlich an genug Zeug dran. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Der Tower ist, wie gesagt, komplett leer. Der hier auch komplett leer. Und der hier leert sich tatsächlich auch. Wenn auch langsam, aber er leert sich. Okay, dann müssen wir vielleicht wirklich die Destillerie bauen und destilliertes Wasser in diese Tower leiten. Das wird natürlich dann nochmal eine gute Maschine wahrscheinlich. Gucken wir mal ganz kurz nach. Distiller, das ist dieses Ding hier. Obwohl, das geht ja, oder? Steel Scaffolding, Fluid Pipes, Redstone Engineering, Light Engineering und Sheet Metal. Das ist ja eigentlich nichts. Okay, das verbraucht jetzt nicht unbedingt so viel. One bucket of water produces 500 Millibuckets of distilled water. Okay, es wird also halbiert, aber dafür bekommen wir mehr Steam. Kommt das nicht auch selber raus? Nee. Wir bekommen ja dann trotzdem mehr. Okay, also es würde, ja, würde sich wahrscheinlich lohnen. Und es scheint auch so, als brauchen wir es, ne? Denn was passiert, wenn wir jetzt hier auf 0 gehen? Wir produzieren natürlich trotzdem noch Steam, sieht man, so 100 Millibuckets, plump, 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 die ganze Zeit. Aber was macht denn unsere Steam Turbine? Die dreht sich weiterhin fröhlich vor sich hin und sie lädt hier die ganze Zeit auf. Okay. Also bis jetzt scheint es so, als würden wir genug Energie produzieren. Es ist jetzt nicht so, als würde der Generator hier leer gehen, sondern er hält sich hier, er dreht sich hier. Oh, nice, ey. Ich bin so glücklich, dass das hier funktioniert. Ne? Das ist so cool. Manchmal dreht es sich sogar langsamer. Also scheinbar, genau, jetzt. Oder das ist die Animation, das kann natürlich auch sein. Die haben scheinbar die Animation nicht linear gemacht, sondern mit einer Kurve. Deswegen sieht das so komisch aus. Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, fertig mit dem Steam Generator und mit der heutigen Folge ebenfalls. Dann gehen wir wieder hoch und ich drehe mich um und sage, wenn es dir gefallen hat, dann lass super gerne eine Bewertung da. Ich bin so glücklich, dass wir jetzt wirklich gute Energie haben und damit unsere Base versorgen können, dass alles funktioniert. Und dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Folgen wieder machen. Also, wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.